Mein Name ist Nicole Deitelhoff und ich würde Sie gerne hier am Westend Campus gemeinsam mit meinem Kollegen Rainer Forst begrüßen. Als Kooperationspartner der Begegnungsstätte Anne Frank und der Bundeszentrale für politische Bildung und des Gleichstellungsbüros an der Goethe-Uni zur Konferenz Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz. Manche mögen sich fragen, ob dies tatsächlich der richtige Zeitpunkt ist für eine solche Tagung. Und um es ganz offen zu sagen, einige haben uns das auch gefragt. Und wir haben natürlich auch lange und intensiv darüber gesprochen und diskutiert, können wir in einer Phase, in der antisemitische Übergriffe, Hassrede, auch aus muslimischen Milieus, derart massiv zunehmen, wirklich sinnvoll über Muslimfeindlichkeit eine Bilanz sprechen. Wir glauben, dass gerade jetzt der Zeitpunkt ist, diese Fragen und die Ergebnisse aus dem Bericht des Expertenkreises der Bundesregierung dazu zu diskutieren, weil wir uns eben mit einer Situation konfrontiert sehen, in der Antisemitismus in diesem Land und nicht nur hier massiv ansteigt, aber eben auch Muslimfeindlichkeit immer deutlicher hervortritt. Forderungen wie etwa ein individuelles Bekenntnis jedes Muslims gegen die Hamas oder für Israel als Voraussetzung für Teilhabe in Deutschland oder die Behauptung, Antisemitismus sei primär ein eingewandertes Problem durch muslimisch geprägte Migrantinnen und Migranten und die richtige Konsequenz könne daher nur sein, diese auszuweisen oder generell die Migration von Musliminnen und Muslimen in dieses Land zu begrenzen. Diese Aussagen finden gegenwärtig viel Widerhall und werden verbreitet. Teilweise gehen sie auch in Initiativen, in Gesetzgebungsverfahren ein. Aus unserer Sicht machen sie deutlich, wie sehr wir gerade in diesen Zeiten Differenzierung und Zugewandtheit in unseren Debatten brauchen und nicht nur immer mehr Abgrenzung. Wir müssen Probleme klar benennen, aber ohne der Versuchung anheimzufallen, pauschal zu generalisieren. Und das fällt uns schwer und es fällt uns allen schwer in Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, in denen Angst, Verunsicherung und auch Wut bei vielen Menschen vorherrschen. Normative Orders wurde von der Bildungsstätte Anne Frank gefragt, ob wir uns als Kooperationspartner an dieser Konferenz beteiligen würden und wir haben sehr, sehr gerne zugesagt, weil wir genau solche differenzierten und zugewandten Debatten fördern wollen. Es geht mithin, wenn wir heute über Muslimfeindlichkeit sprechen, darum, eine Form von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit zu diskutieren, die ebenso verachtenswürdig wie andere Formen von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit sind. Natürlich kann man heute und in diesen Tagen nicht über Muslimfeindlichkeit sprechen, ohne über Antisemitismus zu sprechen. Unsere Linie dazu ist völlig klar. Die Massaker an Jüdinnen und Juden am 7. Oktober diesen Jahres sind ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, genauso wie die Verschleppung von mehr als 200 Geiseln in den Gazastreifen. Der Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinenserinnen und Palästinensern kann sie in keiner Weise rechtfertigen. Sie sind nur der letztlich banale Ausdruck von Menschenverachtung und Vernichtungsabsicht. Das heißt nur ebenso nicht, dass deswegen die Handlungen Israels im Gazastreifen nicht kritisch kommentiert werden könnten. Natürlich dürfen sie das und sie müssen das auch. Es ist nicht antisemitisch, Israels Regierung daran zu erinnern und dazu aufzufordern, die Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen. Antisemitisch ist es, aus der Kritik an einem Verhalten des israelischen Staates die Verachtung alles Jüdischen abzuleiten oder dem israelischen Staat oder Jüdinnen und Juden letztlich das Existenzrecht abzusprechen. Und damit übergebe ich an meinen Kollegen Rainer Forst. Vielen Dank, liebe Nicole. Keine Angst, das ist nicht das Manuskript für meine Begrüßung. Das ist der Bericht, der auch hier draußen liegt. Und er sei Ihnen sehr zur Lektüre empfohlen. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie ein bisschen kleiner kriege. Ich bin nicht ganz so groß. Ich begrüße Sie gemeinsam mit Nicole nicht nur als Direktor des Co-Direktor des Forschungszentrums Normative Ordnung, sondern auch als Wissenschaftler, der sich mit der Geschichte und der Gegenwart von Toleranz und Intoleranz intensiv auseinandergesetzt hat. Deshalb habe ich auch die Initiative von Frau Cima und der Bildungsstätte Anne Frank sehr begrüßt, den Bericht des Expertinnenkreises und der darin aufgeworfenen Fragen hier an unserer Universität in Kooperation mit uns zu diskutieren. Wie Nicole sagte, findet unsere Konferenz in einer düsteren Zeit statt.
Und ich darf dazu, weil wir hier, Nicole hat das Wichtigste gesagt, das nicht in extenso weiter diskutieren wollen, auf ein Statement verweisen, das wir gemeinsam mit Jürgen Habermas verfasst haben und das später an diesem Tag auf unserer Homepage der normativen Ordnung zu finden sein wird. Wir müssen, wie Nicole betont hat, einer negativistischen Dialektik widerstehen, die heute allzu leicht einschnappt, nämlich die berechtigte Kritik an radikal-islamistischen, antisemitischen Aus- und Vorfällen mit dem unberechtigten Generalverdacht zu verknüpfen, diese Radikalen, die nach dem Kalifat rufen und jüdische Menschen bedrängen, sprechen ja nur aus, was alle Muslime ohnehin denken. Das Muster ist klar. Pars wird pro toto genommen und auf das Totum das ganze Arsenal der Stereotype projiziert, die der umfassende und beeindruckende Bericht der Expertinnenkommission aufzählt. Muslime sind gewalttätig oder neigen zu Gewalt, demokratiefeindlich, antisemitisch und frauenfeindlich ohnehin, und es wird auf die getrennte Demonstration in Essen verwiesen. Schnell wird der Bezug, wie Nicole sagte, zu einem restriktiven Staatsbürgerrecht und zur Migrationsbegrenzung gezogen. Othering in reinster Form. Zu Recht warnt der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Herr Masiek, passt auf, wo ihr mitlauft. Die Bilder setzen sich fest und festigen Stereotype, Muster. Wer die Geschichte der Toleranz und der Intoleranz kennt, weiß, wie tief solche Muster sitzen. Ob sie die lange Geschichte der Ausgrenzung des Judentums in christlichen Gesellschaften oder die Vorbehalte gegen Muslime betreffen. Wenn wir etwa in einem der Grundbücher der Toleranzbegründung blättern, keine Angst, bin, das dauert nicht lang, John Locke's Letter Concerning Toleration, lesen wir dort, dass im anglikanischen England zwar protestantische Dissenters zu dulden sind, nicht aber die katholische Kirche, die sich über weltliche Regierungen stelle, und auch nicht der Islam als Organisation. Hier Locke. Und wenn Sie das hören, dann sehen Sie, wie zwischen 1688 und heute gewisse Linien zu finden sind. It is ridiculous for anyone to profess himself to be a Mahometan only in his religion, but in everything a faithful subject to a Christian magistrate, whilst at the same time he acknowledges himself bound to yield blind obedience to the Mufti of Constantinople, who himself is entirely obedient to the Ottoman Emperor and frames the fiend oracles of that religion according to his pleasure. Wir wissen, wer heute allzu gerne, wir werden es diese Woche noch erleben, diesen osmanischen Sultan spielt und wie dies zu einem ausgrenzenden Argument wird, das sich pauschal gegen türkische Mitbürgerinnen und dann einfach auch gegen alle Muslime richtet. Wir leben in Zeiten, in denen Extreme einander aufschaukeln und alte, sehr alte Skripte des Nichtverstehens und der Diskriminierung wieder aufführen. Dieser Teufelskreis ist nur zu durchschneiden, wenn wir uns an Grundsätze des menschenrechtlich formulierten, demokratisch gelebten gleichen Respekts halten und sie auch korrekt interpretieren. Dazu gehören die Prinzipien des religiös-neutralen Rechtsstaats. Hier aber beginnt, wie wir insbesondere seit den Kruzifix- und Kopftuchkonflikten der 90er wissen, die Geschichte, die unsere Toleranzdiskussion heute noch bestimmt. Denn abgesehen davon, dass in unserem Land viele nicht die Grenze zu ziehen wissen zwischen einerseits den Überzeugungen und Praktiken, die sie ablehnen, vielleicht aus religiös-ethischen Gründen, und andererseits den Überzeugungen und Praktiken, die absolut nicht tolerierbar sind, weil sie gegen Menschenrechte und Grundprinzipien des Zusammenlebens verstoßen. Abgesehen davon, dass viele Leute diese zwei Abteilungen von Dingen, mit denen man nicht übereinstimmt, nicht gut auseinanderhalten können, schleicht sich in die Rede der Toleranz oft selbst auch das Gift der Diskriminierung ein. Dann wird Toleranz so verstanden, dass man all den Fremden, die verdächtige Überzeugungen und Sitten haben, zwar erlaubt, in einem Land zu leben, aber sie müssen die Hausordnung, wie es heißt, der Mehrheit anerkennen. Dies nenne ich die Erlaubniskonzeption der Toleranz.
Die Mehrheit legt nach ihrem Gusto fest, was gilt. Und wenn hier das Christentum dominiert, oder zumindest die meisten sehen das so, dann hat das das Vorrecht. Das ist die Toleranz, die Goethe eine Beleidigung nennt. Und das ist die Toleranz, die etwa bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sagte, Toleranz, ja, Ehe, nein. Das war ein Slogan in den 90ern zur Ablehnung gleichgeschlechtlicher Ehe. Das ist die schiefe, die asymmetrische Toleranz, die besagt, hier könne ja jeder Frau Lehrerin oder Richterin werden, sie müsse halt nur das Kopftuch ablegen. Das ist eine nicht neutrale Neutralität, die Privilegien fortsetzt und untermauert in der Sprache des Rechts. Aber es gibt eine andere Form der Toleranz. Bevor die Leute sagen, Toleranz ist immer diese asymmetrische Form, sollte man kurz innehalten. Es gibt eine andere Form, die ich Respektkonzeption nenne. Hier bestehen religiöse Differenzen weiterhin, auch tiefgreifende. Aber alle sind bereit, die anderen als Gleiche zu achten, auch dort, wo es wehtut. Dann werden Moscheen nicht in Hinterhöfe oder Industriegebiete verbannt. Dann hängen keine Kreuze oder Kruzifixe in Klassenzimmern oder Gerichten. Dann werden Lehrerinnen und Juristinnen, die den Ausbildungsweg erfolgreich durchlaufen haben, auch mit ihrer religiösen Identität ihren Beruf ausüben können, weil man ihnen zutraut, zwischen Religion und Amtsausübung zu unterscheiden. Das trauen wir auch sehr religiös denkenden christlichen RichterInnen zu. Und das ist nur rechtsstaatliche Neutralität richtig verstanden, wie in anderen Ländern, die schon länger mit Migration leben, auch. Auf unseren Konferenzen, die sich diesen Themen widmen, zitiere ich gerne, wir sind ja hier an der Universität in Frankfurt, das berühmte Wort Adornos, dass wir den besseren Zustand als den denken sollten, in dem, Zitat, man ohne Angst verschieden sein kann. Und ja, wie schön wäre das. Das hieße Freiheit und Respekt für die Mädchen und Frauen, die kein Kopftuch tragen wollen, und ebenso Freiheit und Respekt und gleiche Rechte für die, die es tragen wollen. Das wäre ein Leben ohne diskriminierende Zwänge in Geschlechterfragen. Ein Leben frei von Verdächtigungen, aber nicht frei von Kritik, wenn man sich auf Abwege begibt. Aber allen wäre klar, in einer Sprache, die wirklich allgemein gilt, was ein Abweg ist, der die Grenzen rechtlich-politischer Toleranz überschreitet. Nämlich eine Verletzung von Grundregeln des menschenrechtlichen Respekts unter Gleichen. Das ist das Wichtige. Die andere daran erinnern, an diese Regeln, sollten dann besser auch selbst bereit sein, sie zu akzeptieren. Und diese Akzeptanz gilt für Minderheiten wie Mehrheiten genauso. Hier hat eine Mehrheit nicht das Vorrecht, diese Prinzipien hinzudehnen, so dass es ihnen und ihrer Position besser passt. Kritik muss auf Augenhöhe stattfinden, ohne Identitätsfallen. Noch einmal Adorno. Das ist dann auch der Schluss. Freiheit wäre, nicht zwischen Schwarz und Weiß zu wählen, sondern aus solcher vorgeschriebenen Wahl herauszutreten. Ich übergebe nun das Wort an Sava Nuochima, die diese Konferenz konzipiert hat, mit meinem herzlichen Dank an Sie für Ihren Einsatz, an alle Vortragenden sowie die Moderatorin, an alle, die dazu beigetragen haben, von der Bildungsstätte Anne Frank, auch von unserem Zentrum und der Universität. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns offene und in Adornos Sinne freie Diskussionen. So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, man versteht mich. Ich verstelle das jetzt nicht mehr. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nicole Deitelhoff, lieber Rainer Forst, dass Sie beide diese Konferenz spontan entschieden haben zu begrüßen, zu beginnen. Das ehrt mich, das ehrt die Bildungsstätte, aber ich muss auch sagen, dass es vor allem dem Thema und nicht nur der Konferenz, sondern dem Thema Muslimfeindlichkeit eine ganz, ganz besondere Relevanz verleiht. Deshalb vielen Dank, dass Sie beide
hier sind. Ich freue mich auch über das große Interesse. Der Raum ist inzwischen tatsächlich komplett voll geworden. Ich freue mich, dass viele doch noch, die sich zu spät angemeldet haben, dazukommen konnten, denn wir haben gerne den Aufwand betrieben, einen größeren Raum zu organisieren, damit alle, die sich anmelden, dabei sein können. Ja, der Anlass dieser Konferenz wurde schon erwähnt. Es ist die Veröffentlichung des Berichts mit dem Titel Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz. Dieser Bericht wurde Ende Juni veröffentlicht und verfasst von mir und 8 Kolleginnen und Kollegen. 2 davon sind auch hier, die werde ich gleich noch vorstellen oder auch später im Rahmen des Panels, die berufen worden sind in den sogenannten unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit einige Monate nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, von damals noch Innenminister Horst Seehofer. Jetzt ist dazwischen viel passiert, zwischen der Veröffentlichung des Berichts und der heutigen Konferenz. Die Planung der Konferenz begann schon sehr früh, im Juli, August. Wir könnten über vieles sprechen, wir könnten auch über den 8. Oktober sprechen, die Landtagswahlen in Hessen und Bayern, der Anstieg der AfD, der sehr deutliche Anstieg, natürlich die Umfragen sind das eine, aber dann auch eben die klaren Zahlen, die wir vor uns haben, die AfD als einzige offen agierende Muslim, also offen Muslim und islamfeindlich agierende Partei, die immer mehr Zuspruch bekommt. Das lasse ich jetzt gerade aus, wahrscheinlich wird es heute aber nochmal ein Thema sein im Laufe des Tages. Doch es ist auch der 7. Oktober, der Tag des islamistischen Angriffs der Hamas auf Zivilisten in Israel, der in vielerlei Hinsicht eine Zäsur darstellt, auch mit Hinblick auf das Problem, auf das Phänomen Muslimfeindlichkeit, wie es sich in dieser Gesellschaft äußert, aber wie wir auch damit umgehen und wie es verhandelt wird. Daher gab es, Nicole Deitelhoff hat es auch schon erwähnt und Rainer Voss auch, es gab einige Stimmen, auch von den anwesenden Referentinnen und Referenten, die vorschlugen, die Konferenz abzusagen oder erstmal zu verschieben. Und ich fasse mal die Bedenken in ganz, ganz kurzer Art und Weise zusammen, die nämlich einfach so waren, naja, aktuell geht es um Muslime in erster Linie als Täter, Anlass dafür gibt es. Inwiefern macht es Sinn, zu diesem Zeitpunkt über Muslime als Opfer zu sprechen? Werden wir dem Thema dann da überhaupt gerecht? Und hier muss ich ganz klar sagen, und es war uns als Veranstalter auch klar, wir haben uns offensichtlich dagegen entschieden, die Konferenz zu verschieben, denn wir müssen als Gesellschaft in der Lage sein, über Antisemitismus unter Muslimen zu sprechen und gleichzeitig Muslimfeindlichkeit ernst zu nehmen. Das kann und darf sich gar nicht ausschließen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es eben auch viele Muslime waren, die nicht nur in der Berliner Sonnenallee, sondern auch in anderen deutschen Städten, denen es das islamistische Massaker gerechtfertigt haben. Einige haben es auch gefeiert. Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern steht natürlich außer Frage, dass diese möglich sein muss in der Gesellschaft, aber auch gerade unter Verdacht steht. Die Identifikation mit den Palästinensern bzw. mit der palästinensischen Sache ist insgesamt in der muslimischen Community sehr weit verbreitet und wird wenig hinterfragt. Das kann man machen. Andere muslimische Minderheiten auf der Welt, die unter anderen Bedingungen unter Repression oder unter Unterdrückung leiden, können von so einer großen, breiten Unterstützung wahrscheinlich nur träumen, wenn ich jetzt an die Uiguren in China denke oder an Muslime in Indien. Wie auch immer es ist, das ist alles kein Freischein dafür, die 5,5 Millionen Muslime, die hier in Deutschland leben, unter Generalverdacht zu stellen, antisemitisch zu sein oder Israelhasser zu sein. Es ist auch kein Freischein dafür, sie Agro-Araber zu nennen oder ihnen pauschal die Frage zu stellen, warum feiert ihr Muslime den Mord an Juden? Beides zuletzt in deutschen Zeitungen zu lesen gewesen. Diese Rhetorik wurde nicht nach dem 7. Oktober erfunden. Das wissen die meisten wahrscheinlich, die sich hier mit dem Phänomen schon auseinandergesetzt haben, wie wir in unserem Bericht auch auf etwa 400 Seiten darlegen. Es gibt eine Kontinuität in den öffentlichen Debatten darüber, wie Muslime und der Islam dargestellt werden, mehrheitlich negativ. Die AfD und Thilo Sarrazin gehören wahrscheinlich zu den letzten bekannten Brandbeschleunigern dazu. Was den Bericht jetzt selbst betrifft, vielleicht ein paar Infos daraus und möchte gerne auch auf die Ansichtsexemplare draußen aufmerksam machen. Man kann diesen Bericht bestellen und auch in Printversion dann zu Hause haben, wer lieber doch gerne lesen möchte, nicht online lesen möchte. Wir, also die 9-köpfige Kommission, haben insgesamt 19 Studien in Auftrag gegeben, um Muslimfeindlichkeit in verschiedensten Bereichen nachzugehen. Im Bereich der Medien, Politik, Kultur, Bildung. Und die Ergebnisse sind eindeutig.
Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem Muslime keiner Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Ich gehe auf ein paar der Ergebnisse ein, kann es natürlich nicht in Gänze machen. Es sind, wie gesagt, auch zwei Kolleginnen da, die anschließend auch nochmal darauf eingehen werden. Eine Studie, mit der, wo die Studienleiterin auch hier ist, beschäftigte sich mit aktuellen Schulbüchern im Umlauf und Unterrichtsplänen. Und die zeigt sehr eindeutig, wie Bildungsmaterialien, wie man sich vielleicht eigentlich vorstellen würde, nicht Muslimfeindlichkeit entgegensteuern und Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren. Im Gegenteil, die Materialien, die wir aktuell haben, das sind keine alten Schulbücher, es sind Schulbücher, die irgendwann nach 2015, 16 entstanden sind, reproduzieren antimuslimische Stereotype. Muslime und der Islam kommen vor allem vor, wenn es um Kreuzzüge, Terrorismus, Integration, vor allem Integrationsschwierigkeiten oder Unterdrückung von Frauen geht. Zwei Beispiele. In Sachsen-Anhalt sollen sich Schülerinnen und Schüler mit folgender Frage auseinandersetzen, 8. bis 10. Klasse. Die Frage, mit der genau die Aufgabe ist, wie viele ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen sind Moslems? Gibt es Probleme bei ihrer Integration in unserer Gesellschaft? Anschließend folgt das Kapitel in Nachbarschaft mit Moslems. Aber nicht nur Sachsen-Anhalt, Achtung. Auch für Hamburg und Rheinland-Pfalz gibt es Schulbücher, es ist bundesweit ein Thema, das ist ganz wichtig, das zu betonen, wo Schülerinnen und Schüler mit folgendem Meinungsbeitrag konfrontiert sind und diesen dann besprechen sollen. Ein bisschen länger, aber auch nur 4 Sätze. So wie Sie uns fremd erscheinen, müssen Sie sich zunächst sehr fremd fühlen in diesem kalten Land. Sie wollen auch besser leben als zu Hause. Trotzdem beharren sie auf ihrer Identität. Das kann man nachfühlen. Also Kopftücher, Moscheen, Gebete in Schulen, Zwangsehen, Unterdrückung von Frauen. Das gehört bei etlichen zu ihrem Wir-Gefühl. Das Problem ist, es kollidiert mit unserem Wir-Gefühl. Es ist auch andere Beispiele zeigen das sehr auf eine sehr platte eigentlich Art, wie dieses Wir und Ihr normal ist. Also es ist kein deutsche Muslime als Ausdruck, kommt nicht vor. Es gibt wir Deutsche und die Muslime, die sich dann integrieren. Und im besten Fall ist es so, dass Muslime in Deutschland anerkannt werden, aber es gibt sozusagen überhaupt nicht diesen Zugang, muslimische Schülerinnen und Schüler dann natürlich auch als Deutsche zu sehen. Dieses Othering, wie es auch genannt wird, aber diese Dichotomie ist nicht nur in Schulbüchern so eindeutig, das kennen wir auch aus den öffentlichen Debatten, aber hier, finde ich, wird es nochmal sehr deutlich und wird es nochmal sehr greifbar. Im Bereich Bildung sind es natürlich nicht nur die Materialien in der Schule, die relevant sind. Wir haben uns auch mit der Hochschule auseinandergesetzt. Wir haben auch auf die frühkindliche Bildung geschaut, ein Bereich, der eher weniger Beachtung bekommt, wenn es um Rassismus, Antisemitismus und andere Sachen geht. Das ist aktuell meine Forschung hier an der Universität. Ich forsche aktuell zu religiösen Differenzkonstruktionen unter Kindern und arbeite da mit Kindern, also nicht mit Eltern und Lehrkräften, sondern tatsächlich mit Kindern, um ihre Wahrnehmung über Unterschiede, religiöse Differenzkonstruktionen zu erfahren. Mein Schwerpunkt ist Antisemitismus, aber Hinweise gibt es häufig genügend, was auch Muslimfeindlichkeit betrifft. Und die ganz wenigen Studien, die es gibt bisher, die vor allem mit Eltern oder pädagogische Fachkräfte befragen, zeigen auch sehr klar, dass antimuslimische Bilder auch schon in dieser frühkindlichen Phase relevant sind, wenn beispielsweise muslimische Eltern konfrontiert werden damit, Achtung, erziehen Sie Ihre Kinder oder Ihre Jungs nicht wie Paschas und Machos. Um das jetzt nur eher kurz anzusprechen. Was besonders bekannt ist im Bildungsbereich, ist diese Phase der Empfehlung. Auch das wird im Bericht nochmal deutlich. Das ist wohl etwas, was aber auch bekannt ist. Also die 4. Klasse und die Phase der Moment irgendwie, man muss jetzt Empfehlungen aussprechen. Und das ist bekannt. Wer bekommt Gymnasialempfehlungen und wer nicht? Und auch, obwohl es etwas ist, was schon vor 20 Jahren von Frank-Olaf Radke, der hier an der Uni gewesen ist, mit Mechthild Komolla 2007 auch schon ausführlich dargestellt hat, ist es bis heute eine Herausforderung, ein Problem, dass muslimische Schülerinnen und Schüler häufig das Gymnasium vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt empfohlen wird oder gar nicht erst. Wenn meine Mutter darauf gehört hätte, dann wären meine Geschwister wahrscheinlich auch Kfz-Mechaniker und Schneider und hätten nicht studiert. Diese anonyme Form von Diskriminierung, wie sie eben die zwei genannten Wissenschaftlerinnen nennen, führt in der Konsequenz dazu, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund die Schule viel häufiger
ohne Schulabschluss beenden. Das sind wiederum andere Statistiken. Ich finde anonym als Ausdruck, eigentlich meint das in die institutionelle und strukturelle Diskriminierung, aber auch anonym finde ich hier einen guten Ausdruck, denn die meisten Lehrkräfte, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, in fast 20 Jahren Bildungsarbeit, machen das nicht böswillig, sondern sie kennen es nicht anders. Das ist etwas, was sie lernen. Muslime machen kein Abitur, gehören nicht an die Uni, das kommt uns komisch vor in Frankfurt vielleicht, aber es ist ja auch eine bundesweite Studie. Und trotzdem passiert das auch in Frankfurt. Eine Studie des Sachverständigenrates zeigt, dass ein Drittel der Lehrkräfte Muslime für aggressiver als für Nichtmuslime halten. Und eine qualitative Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, über die Wahrnehmung von muslimischen Schülerinnen und Schülern seitens der Lehrkräfte, da möchte ich ein Zitat vorlesen, was, finde ich, ganz auch nochmal deutlich macht, unter anderem auch diese Wir-Ihr-Konstruktion. Das Zitat ist wie folgt: Ich glaube, deutsche Kinder sind etwas ruhiger. So ein normales, durchschnittliches deutsches Kind, dann sind die nicht unbedingt sofort aggressiv und beschimpfen sich gegenseitig. Also die sind etwas zurückgezogener. Ähnliche andere Zitate zeigen auch, dass es zwischen Muslimen und Deutschen vor allem diese Differenzierung gibt. Das ist natürlich in der Frage überhaupt nicht ein Thema gewesen, aber diese Differenzierung wird sehr häufig gemacht. Es ist aber nicht nur die Beziehung Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler, die so relevant ist, auch im Kollegium. Wir haben es letztlich auch mit vielen muslimischen Lehrkräften zu tun. Und eine muslimische Lehrkraft berichtete aus ihrer Referendariatszeit, wie die künftige Kollegin aus dem im Lehrerzimmer ihren Start in der Schule kommentierte mit folgenden Worten: Jetzt kommen die Aisches auch noch ins Lehrerzimmer und bringen den Islam mit. Man denkt da an das Integrationsparadox von Aladdin El-Mafalani, der das ja weiter ausgebaut hat, und an diese sehr einfache Erklärung, wie er das Paradox darstellt. Muslimische Frauen als Reinigungskräfte in der Schule sind gern gesehen, aber sobald sie eben andere Positionen haben, wie eben eine Lehrkraft, wird das nicht mehr toleriert. Ein Grund für Optimismus gibt es schon, dass die Studien, die wir auch gemacht haben, aber auch andere zeigen, dass nicht nur jüngere Lehrkräfte, sondern generell bei Jüngeren weniger Vorbehalte geäußert werden als bei Älteren. Wenig Veränderungen, aber dazu wird wahrscheinlich später nochmal mehr gesagt werden, zeigt das deutsche Medienbild über Islam und Muslime, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, denn aus meiner Wahrnehmung hat sich viel verändert, aber noch immer dominiert diese Konfliktperspektive in der Presse und auch im Fernsehen, vor allem im Fernsehen. Diese klassischen Stereotype, frauenfeindlich, fanatisch und gewalttätig, werden nicht nur seit dem 11. September 2001 strukturell reproduziert. Eine ganz interessante andere Studie ist, nicht repräsentativ, aber doch auch etwas wie in den sozialen Medien über Muslimfeindlichkeit gesprochen wird. Es gibt eine große Studie, es gibt aber auch eine etwas kleinere, könnte man sagen, die feststellt, es gibt auf Instagram und YouTube eine Art muslimische Gegenöffentlichkeit. Anders als bei Facebook, Twitter oder Telegram, bei denen diese Negativbilder eher dominieren, gibt es auf Instagram viele Akteurinnen und Akteure, die Muslimfeindlichkeit thematisieren, aufgreifen und nutzen. Ein bisher wahrscheinlich zu wenig genutztes Potenzial für den Journalismus. Aber wenn ich aktuell über muslimische Gegenöffentlichkeit auf Instagram spreche, kriege ich eigentlich eher Bauchschmerzen, weil sie diese Dualität sehr auf Muslimfeindlichkeit, ja, aber das andere Thema, das lasse ich erstmal offen. Ein bisher eher weniger beachteter Bereich ist, was Muslimfeindlichkeit betrifft, über Antisemitismus zum Beispiel ist das etwas, was wir sehr stark aufgrund von bestimmten Ereignissen machen, ist der Bereich Kunst und Kultur. Auch hier zeigt eine Filmanalyse, die wir in Auftrag gegeben haben, von Filmen und Kurzfilmen, also so Serien, von 2001 bis 2020, dass knapp 90% einen thematischen Negativbezug zum Islam aufweisen. Terror, Radikalisierung, Clash of Cultures, das sind so die Themen. Und der Islam, so schreibt der Autor der Studie, wird als kulturell unvereinbar konstruiert. Dabei muss man sagen, dass gerade die Fiktion ja die Möglichkeit bietet, Gegennarrative herzustellen und andere Deutungsmuster als eben die anderen oder die Andersheit des Islams immer wieder zu reproduzieren. Nicht anders sieht es aus auf deutschen Theaterbühnen, fehlende Sichtbarkeit des Islams und wenn dann beispielsweise sehr stark das Islamisierungsnarrativ, das dargestellt wird, geschrieben wird und auch mangelnde Repräsentation natürlich von Menschen mit muslimischem Background oder die muslimisch sind. Das finde ich insofern interessant, ist generell auch interessant, weil mehr als 70%, das weiß man, der Theater- und Opernhausbesucherinnen und Besucher einen formalen akademischen Abschluss vorweisen können.
Das heißt, auch in gebildeteren Milieus sind antimuslimische Einstellungen, das heißt nicht unbedingt in der Konsequenz daraus, aber zumindest ist auch in gebildeten Milieus Muslimfeindlichkeit stark ausgeprägt. Vielleicht ein paar Worte noch zu diesen Einstellungen. Damit wurden wir, glaube ich, am meisten zitiert nach der Veröffentlichung des Berichts. Genau, antimuslimischer Rassismus oder Muslimfeindlichkeit, das sind kein gesellschaftliches Randphänomen. Unsere Auswertung zeigt, dass etwa jeder zweite Deutsche oder jeder zweite in Deutschland muslimfeindlichen Aussagen zustimmt. Einerseits handelt es sich um die Wahrnehmung von Muslimen als fremde Zuwanderer, die Angehörige sind von einer sehr rückständigen Religion, und zwar des Islams. Eine sehr häufig zitierte Aussage, die in den diversen Studien, die es gibt, von der Mitte-Studie, die Leipziger Autoritarismus-Studie und so weiter und so fort, ist die Aussage, durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Und von 2003 bis 2021 stimmen immer mindestens ein Drittel der Bevölkerung dieser Aussage zu. Ein Drittel, 30%. 2018 in einer Studie waren es sogar fast 60%. Entsprechend lehnen Deutsche auch einen Bürgermeister, der Muslim ist, ab. Genau 50% machen das seit Jahren kontinuierlich. 2021 waren es nur noch 40%, die gegen einen muslimischen Bürgermeister wären. Dieser ganze Terrorismus und Sicherheitsdiskurs, der ja mit Islam und Muslime so stark verknüpft ist, führt auch dazu, dass es eine relativ konstante Zahl von Menschen gibt, die den Wunsch nach mehr staatlicher Beobachtung von islamischen Gemeinschaften wünschen. Das sind um die 40%, fast durchgehend in diesem Zeitraum, den ich gerade genannt habe, zeitweise, wahrscheinlich nach islamistischen Anschlägen, sogar auch 60%. Aber an dieser Stelle genug aus dem Bericht. Ich freue mich im kommenden Panel, wie gesagt, mehr zu hören. Zum einen von zwei Kolleginnen, die in der Kommission waren, und dann aber auch einer Kollegin, die eine Studie für uns geleitet hat. Ich gucke auf die Zeit. Kann man insgesamt feststellen, dass mit dem Bericht durchaus eine neue Phase steigen, was Muslimfeindlichkeit generell betrifft. Lange Zeit wurde Muslimfeindlichkeit relativiert oder als kein relevantes Problem erklärt. Vor allem auch der Kampf um die richtige Benennung. Ihnen ist bestimmt aufgefallen, ich spreche von Muslimfeindlichkeit, habe kurz mal antimuslimischer Rassismus gesagt. Also wie nennt man jetzt eigentlich das Phänomen, hat schon zu Diskussionen und Streitereien geführt, die vom eigentlichen Phänomen und dessen Auswirkungen ablenken. Mit dem Bericht steht außer Frage zunächst einmal, dass Muslimfeindlichkeit eine Tatsache in Deutschland ist, dessen Bekämpfung sich nun auch die Regierung offiziell widmet. Auch wenn die Bundesinnenministerin am Tag des Überreichens, des Berichts sich dazu entschied, lieber zum UEFA Respect Day zu gehen. Aber deshalb gibt es da natürlich noch Luft nach oben. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt diesen Bericht und damit lassen sich natürlich Maßnahmen, Empfehlungen, die wir geäußert haben, auch in die Praxis umsetzen. Und was den Streit der Begriffe angeht, vielleicht da sei nur kurz angemerkt, man kann sich die Arbeitsdefinition natürlich selbst durchlesen, die wir dann erstellt haben. Aber wir als neunköpfige Kommission natürlich ganz unterschiedlich drauf, aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich auch überhaupt nicht immer einig waren, haben diese Konzeptvielfalt eher als Gewinn gedeutet, was ich wirklich großartig fand und was insgesamt auch für den Bericht spricht, dass eine Pluralität aus diesem Bericht ausspricht. Es gibt nicht diese eine Version von das ist es jetzt, das ist Muslimfeindlichkeit und nichts anderes. Es werden verschiedene Facetten und verschiedene Perspektiven deutlich, sei es aus der Kommunikationswissenschaft, aus der Theologie und so weiter und so fort. Es waren Leute aus der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, also es war eine sehr divers zusammengestellte Gruppe. Und die Begriffe, wie gesagt, Islamfeindlichkeit, Islamstereotype oder antimuslimischer Rassismus, sie helfen alle, um verschiedene Facetten aufzuzeigen. Damit wünschen wir uns natürlich auch ein Ende dieser Debatte. Islamophobie, denke ich, kann man sehr schnell als einen Begriff vermeiden oder auch gar nicht nutzen. Denn wer seriös wissenschaftlich arbeitet, in Deutschland zumindest, im deutschsprachigen Raum, wird Islamophobie nicht mehr nutzen. Auch im englischsprachigen Raum ist zwar immer noch die Rede von Islamophobie, aber es gibt zunehmend eine Veränderung zu dem Begriff Anti-Muslim Sentiments. Danke, genau, Sentiments. Es gibt eine Gruppe auf der EU-Ebene, die sich jetzt gerade mit Akteurinnen und Akteuren auseinandersetzt, wo ein europäischer Blick nochmal auf Muslimfeindlichkeit geworfen wird, und da ist von Islamophobie schon lange nicht mehr die Rede. Das heißt, auch da, glaube ich, werden wir uns von diesem Begriff bald verabschieden. Das nur kurz dazu. Ich komme jetzt zum Ende hin kurz zu dem Programm. Sie haben das Programm ja schon gesehen.
Wir werden am Vormittag mehr nicht nur über den Bericht, sondern also Beteiligte am Bericht, aber durchaus auch über ganz konkret das Thema institutioneller und struktureller Rassismus und Muslimfeindlichkeit sprechen. Wir werden dann in die Mittagspause einsteigen. Also bevor wir in die Mittagspause einsteigen, werden wir noch einen philosophischen Beitrag zu diesem Thema hören. Und am Nachmittag, nach einer kurzen Comedy-Einlage, die ja danach nochmal eingeführt wird, wird es zwei Panels geben, wo Sie sich vielleicht gefragt haben, was haben die jetzt mit dem Bericht zu tun? Die sind, wenn man so sagen kann, noch ein bisschen, die stehen etwas beyond des Berichts, denn sie werfen zwei Fragen auf. Das eine ist Islamkritik versus Muslimfeindlichkeit, und das andere Panel greift die Diskussion aus um nicht um religiöse Symbole im öffentlichen Dienst, sondern tatsächlich das Tragen des Kopftuchs im öffentlichen Dienst. Hier haben wir in der Planung zumindest zwei, vier kontroverse Positionen zusammengesetzt, denn es ging uns darum, diese Kontroversen, die es gibt, aber die viel zu polarisiert laufen, wo es nun Schwarz-Weiß-Denken gibt, entweder Rassismus oder eben nicht, wie auch immer, diese auf eine sachliche Ebene zu führen. Denn es muss möglich sein, nicht jede Debatte mit dem Vorwurf des Rassismus zu führen und gleichzeitig auch Islamkritik, wenn wir bei dem Beispiel sind, nicht in Pauschalurteile zu verfallen, wie wir aktuell auch gerade wieder mal beobachten, die Muslime sind so und so, der Islam ist so und so. Es sind zwei Themen, über die ich sehr viel spreche und wo ich mit Sicherheit sagen kann, es gibt viele, die an einer vernünftigen Debatte interessiert sind und keine Lust haben, direkt mit Rassismus konfrontiert zu sein und damit eben die Debatte im Prinzip gar nicht mehr zu führen. Deshalb bin ich sehr gespannt und ich freue mich, vielleicht können wir erste Konturen und Orientierung bekommen, wie diese Debatten auch verlaufen können zu diesen zwei sehr leidenschaftlichen Themen eigentlich, beziehungsweise Themen, die Menschen, die sehr am Herzen liegen. Daher in vielerlei Hinsicht stellt dieser Bericht einen Startschuss dar für die Bekämpfung, Anerkennung des Phänomens Muslimfeindlichkeit, aber auch diese Konferenz an der Goethe-Uni steht für einen Startschuss, sich dem Thema zu widmen, auch zu überlegen, inwiefern Muslimfeindlichkeit auf dem Campus ein Thema ist oder auch in der Lehre. Dazu wurde bereits vom Senat eine AG gegründet, dessen Auslöser die letzte Konferenz des hier angesiedelten Forschungszentrums Globaler Islam gewesen ist. Ich ende jetzt noch mit Danke an einmal Normative Orders für die sehr schnelle und unkomplizierte Zusage, auch an Rebecca Schmidt, die ich vorhin auch schon gesehen habe, dass das und auch an Frau Harms und Herr Forst und Frau Detloff wurden ja schon erwähnt. Vielen, vielen Dank auch an das Gleichstellungsbüro, Loan, ich weiß gar nicht, wo du sitzt, Loan Nguyen. Vielen herzlichen Dank auch für die Kooperation. Allen voran natürlich meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in der Bildungsstätte Anne Frank, Eva Behrensen, Marie-Sophie Adioso. Und vor allem aber, ich weiß gar nicht, ob sie drin ist, wahrscheinlich nicht, das ist Carla, doch da hinten. Carla, vielen, vielen Dank für die großartige Organisation. Sonst hätte das, glaube ich, alles überhaupt nicht so gut geklappt. Du hast an Dinge gedacht, an die ich überhaupt nicht wusste, an die man denken sollte. Deshalb vielen, vielen, vielen Dank, Carla, für alles. Genau, und Ihre Kollegin Ruby.